jetzt hier in St. Peter-Ording angekommen und ich zeige euch einmal unser Zimmer. Wir sind jetzt gerade praktisch in der Tür, also hinter euch ist die Tür, da kommt man rein. Und wenn man jetzt hier so steht, sehen wir einmal links das große Bett. So, und dann haben wir hier auch noch eine kleine Küchenzeile rechts. Ist ganz cool eigentlich. Ja, mit Waschbecken, einem Tisch. Da schläft der Hund, weil Foxy ist ja auch mit dabei. Ja. Und dann haben wir nämlich noch ein zweites Schlafzimmer. Da muss man einmal hier durch das Zimmer durchgehen. Hier haben wir natürlich so einen kleinen Fernseher. Ist ja Standard. Ein kleiner Tisch. Der erste Kleiderschrank. Da hat mein Vater seine Klamotten drin, weil der ist auch dabei. Und dann kommt man hier hinten auch noch auf die Terrasse. Gehen wir auch mal einmal raus. So, das ist unsere Terrasse. Hier kann man sich schön hinsetzen abends. Hier haben wir so einen schönen Strandkorb nur für uns. Und natürlich auch so einen kleinen Tisch. Ja. Eigentlich ein sehr schönes Zimmer mit der Terrasse. So, und dann gehen wir mal ins zweite Zimmer, in Foxys und mein Zimmer. Da muss man hier durch so eine kleine Tür durch. So, ich mach mal Licht an. Ist das der richtige? Ja. So, dann sehen wir hier mein Bett. Ja, direkt am Fenster. Hier ist mein Kleiderschrank. Machen wir einmal, jetzt müsstet ihr ihn sehen können, hier ist mein Kleiderschrank. Der müsste auch beleuchtet sein. Ha, mit Licht. Und wenn wir uns dann einmal umdrehen, haben wir hier auch noch unser Badezimmer. Ja, mit einer Dusche. Die ist eigentlich sehr schön, ein bisschen klein, aber sollte reichen. Ja, ansonsten, was ist hier drin? Ein Waschbecken, Spiegel, eine Toilette. Ja, ansonsten war es das sogar schon mit unserem Zimmer. Dann gehen wir nochmal einmal zurück. So. Ich glaube, ihr habt mal unser ganzes Zimmer gesehen. Es ist nicht so riesengroß, aber ziemlich passend für die 3 Tage. Und ja, ich finde, wir haben eine sehr gute Wahl getroffen.